Martin Lacey lebt seit seiner Geburt mit Raubkatzen zusammen. Heute ist er erfolgreicher Tiertrainer und Direktor des Zirkus Krone. Doch Tierschützer kritisieren seine Arbeit immer wieder. Aus meiner Sicht ist so eine Zirkustierhaltung ein Auslaufmodell. Samstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, auf dem Zirkus Krone Gelände in München. Martin Lacey schaut wie jeden Morgen hinter den Kulissen nach dem Rechten. Er ist auf dem Weg ins Kühlhaus. Dort bereitet er das Frühstück für seine Löwen vor. Heute gibt es Rindfleisch. So ein bisschen extra Öl da drauf, das ist Fischöl. Wie viel Kilo frisst so ein Löwe am Tag? Durchschnitt ungefähr 8 Kilo pro Löwe. Das kostet wie viel? Im Monat ein Durchschnitt 20.000 Euro. Ein teures Frühstück, das aber schon sehnlichst erwartet wird. Die Löwen sind für die Fütterung in kleine Einzelgehege gesperrt worden, damit jeder gleich viel abbekommt und keine Streitigkeiten entstehen. Guck mal jetzt, das ist der Unterschied. Das ist Löwen. Da haben viele lieber, aber guck mal jetzt. Und das ist eine Löwe, was Sie würde sehen. Nachher, ich schmusen und kussen. Ganz gefährliches Tier. Aber jetzt sagen wir, lass mich in Ruhe, ich will ihn essen. Und das machen wir jetzt. Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Eine Stunde später sind die Tiere dann satt und entspannt. Und wir bekommen einen Eindruck davon, wie vertraut Martin Lacey mit seinen Tieren ist. Ein Gehege weiter wartet King Tonga auf ihn. Er lebt seit seiner Geburt mit dem Zirkusdirektor zusammen. Das ist meine alte Löwen King Tonga, das ist der Papa von der weißen Löwen, schon 17 Jahre alt. Martin Lacey wurde 1977 in England geboren. Er wuchs von Anfang an mit wilden Tieren auf. Ich habe ein großes Glück gehabt. Meine Mutter und Vater haben Tierparks gehabt in den 60er Jahren. Und da haben trainiert das Tier im Tierpark, weil da haben gesehen, dass das Tier braucht Beschäftigung. Und ich habe verliebt für das Tier von Anfang an. Ich habe einfach, für mich war ganz normal, da haben Tiger und Löwen dabei. Aber ich weiß genau, dass ich gehe laufen mit dem Tiger, mit meinem älteren Bruder. Ich weiß das immer noch. Eine kleine Tiger haben eine Krallen in unsere Beine gehabt, einfach spielen. Aber es tut sehr weh und ich habe das nicht vergessen. Die nächsten Jahre geht Martin Lacey ins Internat und kommt mit 17 Jahren zur Familie zurück und verbringt direkt den Großteil seiner Zeit mit den Löwen. Schlafen bei dem Tier, leben mit dem Tier, alles da bei dem Tier. Und habe ich gerade angefangen, als 17 Jahre alt. Kurze Zeit später heuert er bei einem belgischen Zirkus an. Und so beginnt Martin Lacys Weltkarriere. Er wird von Scouts des Zirkus Krone gesehen und fest engagiert. Es folgen eine Einladung zum Zirkusfestival nach Monte Carlo und die ersten Preise. Auch der Papst lädt ihn in den Vatikan ein. 2015 führt er den größten Raubtier-Act der Welt vor, mit 26 Löwen und Tigern gleichzeitig in der Manege. Kein anderer Zirkusartist wurde so oft in Monte Carlo ausgezeichnet wie Martin Lacey. Doch wie viel Mut erfordert es, mit 26 Löwen und Tigern in einer Manege zu stehen? Ich bin kein mutiger Mensch. Ich habe Angst, wenn ich dunkel oder Spinner. Es ist für mich ganz normal, mit meinen Löwen zu spielen. Aber natürlich, sie müssen irgendwie einen Mut haben zwischen 26 Löwen und Tiger. Aber ich habe gewachsen mit dem. Oh, ist okay. Oh, hey, Mister. Martin Lacey hat seine eigene Art entwickelt, um mit seinen Löwen zu kommunizieren. Die Stimme ist das Wichtigste von allem. Sie müssen nicht schreien, sie wechseln die Stimme. Und er weiß genau, wenn die Stimme wenn ernst ist. Hier schmust Lacey mit seinem Löwen Elvis. Zu ihm hat er eine besondere Beziehung. Er ist geboren bei mir. Ich kenne er Vater, er Großvater, er Großgroßvater. Also geht zurück so viele Generationen. Hallo.
alles gut. Das ist Training. Einfach viel, viel, viel Zeit. Mein ganzes Leben. Und dieses Training kann sich aktuell jeder anschauen. Hier in München, wo eigentlich sonst das Winterquartier des Zirkus ist, finden Corona-bedingt jedes Wochenende öffentliche Proben statt. 200 Menschen dürfen dafür maximal in den Zirkus kommen. Ziel der Probe sei es, dem Publikum die enge Bindung zwischen Martin Lacey und seinen Löwen zu zeigen. Es ist so wie eine Mutter und Kind. Sie geben ihr Leben zu ihren Kindern und das schon auch so mit ihren Tieren. Lacey will zeigen, dass seine Löwen alles ohne Zwang machen. Die tägliche Probe sei wichtig für ihre Beschäftigung. Als Belohnung gibt es Leckerlis. Komm hier, nein, 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 nein. Komm hier, hier, hopp. Good girl, ein Stück Fleisch, genau. Okay. Doch außerhalb der beiden Tage am Wochenende sieht es im Zirkus Krone aktuell so aus. Eigentlich würde der Zirkus jetzt für 4 Wochen in Hamburg gastieren, doch die 3000 Plätze müssen wegen der Corona-Krise leer bleiben. Also hier ist das typische Manege für meine Löwen. Das ist eigentlich der Chef von der Mongolian Troupe hier. Ein bisschen, guck mal alles, wie das ist. Das ist Sven, auch eine Artistin hier. Und wir alle ein bisschen mithilfe mit dieser Situation, was wir haben jetzt mit Covid-19. Da können wir ein bisschen Arbeit alle machen. 250 Mitarbeiter beschäftigt Martin Lacey in seinem Zirkus. Und die müssen auch während der Corona-Krise bezahlt werden. Ein enormer Kostenaufwand bei 0 Einnahmen. Ein normaler Kosten am Tag bei Zirkus Krone ist, normaler Kosten, das heißt, wenn wir es im Betrieb, 35.000 bis 37.000 Euro am Tag. Momentan kann der Zirkus seine Ausgaben auf 10.000 Euro am Tag reduzieren. Und der Direktor ist kreativ und hatte eine besondere Idee. Der erste Clownwurst in der ganzen Welt, hier passiert in Deutschland. Und ist noch ein Konzept, wir haben gemacht, wegen dieser schwierigen Zeit natürlich, wo die Familie kann kommen, sehen unsere Artisten hier, haben ein bisschen Spaß mit den Kindern, mit Covid-19, perfekt. The family bleibt im Auto. Für 18 Euro kriegt man beim Clown Wash Popcorn, ein sauberes Auto und jede Menge Spaß für die ganze Familie. Saubermachen seiner Löwenanlage kommt Martin Lacey eine zweite Idee. Und die stinkt so richtig. Wir haben auch unsere Löwen- und Tigercoat verkauft. Das hilft. Katzen bleiben weg vom der Garten. Maden bleiben weg vom Motors und Autos. Und ich immer sage, wenn es jetzt wirklich so gut ist, bleiben auch ihre schlechten Nachbarn weg. Ein echter Verkaufsschlager. Schon 3000 Gläser hat der Zirkus verkauft. Doch ein Wermutstropfen bleibt. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich Millionen und Millionen von den letzten 20 Jahren Löwenkot geschmissen weg. Aber jetzt verkaufen das. Martin Lacey will uns dann zeigen, wie seine Mitarbeiter auf Tour wohnen. Seit 27 Jahren arbeitet Manegenchef Nikolai Tovaric für den Zirkus Krone. Er wohnt auch aktuell noch im Wohnwagen. Herein, spaziert. So schaut es ein bisschen aus, ein Mini-Haus, kann man sagen. Ne? Aber Zirkusmenschen kennen das auch nicht anders. Sie leben ihr ganzes Leben in Wohnwagen. Und das ist auch gemütlich. Und wir lieben es. Wir würden verloren sein in einem großen Haus, wahrscheinlich. Sie leben Ihr ganzes Leben schon im Zirkus? Ja, im Zirkus geboren. Immer wieder wird Martin Lacey von Tierschutzorganisationen angegriffen. Allein im letzten Jahr habe er 500.000 Euro für Rechtsanwälte ausgegeben, sagt er. Wir haben unsere Hänger in der Stadt, wir haben Erlaubnis für das und es ist schön gespritzt. Und das ist ein tägliches Erleben, das ist für uns ganz normal. Das muss nicht normal, aber ist so. Und da ist sie genannt hier als Tierquelle. Wir können nur offen unsere Tür und dann sollen wir selbst entscheiden. Wir schwingen keiner, einfach das sollen wir selbst entscheiden. Und heute öffnet Martin Lacey seine Türen für einen Tierschützer. James Brückner ist beim Deutschen Tierschutzbund für Wildtiere zuständig. Der Direktor führt ihn hinter die Kulissen, als erstes zu den 40 Pferden.
Ja, die grundsätzliche Problematik ist eben für uns, dass die Pferde zwar natürlich hier, die Boxen sind ja geräumig und die kommen natürlich auch raus und werden trainiert in der Manege, aber das ersetzt aus meiner Sicht nicht die freie Bewegung auf der Koppel. Im Endeffekt, so ich habe gesagt, der Pferde ist jeden Tag bewegt und es ist nicht nur bewegt, was sie sagt, für ein paar Stunden, wir haben auch unsere Vorstellung mit der Covid-19, wir machen das mit längeren Proben natürlich. Doch wie sieht das der Gesetzgeber? Hält sich der Zirkus an die gesetzlichen Vorgaben? Das ist im gesetzlichen Rahmen, ja. Aber wir sagen ja auch, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind leider nicht so, wie sie sein sollten und auch nicht so hoch angesetzt, wie es eigentlich von vielen Leuten auch immer gesehen wird. Ne? Wir sind beim Tierschutz in Deutschland leider auch nicht ganz auf dem hohen Level. Zweiter Stopp, die Löwen- und Tigergehege. Brückners zentraler Kritikpunkt, zu wenig Platz und zu wenig Beschäftigung. Auch wenn Sie sagen, Sie machen ja alles für Ihre Tiere und nur das Beste, Die Zirkusleitlinien sind ja signifikant unter den Mindestanforderungen. Aber dafür, ich habe ja auch gesagt, bei für Zootiere beispielsweise. Absolut, Beispiel. Ne? Nur ein Beispiel. Die Tür ist offen bei meinem Tier den ganzen Tag. Und er will liegen da drin. Kein Problem. Aber der kann entscheiden, selber zu gehen raus und rein. Wir haben auch eine Studie gemacht, wie beschäftigt die Tiere sind. Und haben gesehen, bei mir, meine Tier ist meistens beschäftigt, sogar. Ich muss aufpassen, nicht mag zu viel. Raubkatzen brauchen täglich bis zu 20 Stunden Schlaf. Lacey sagt, dass sie den Rest der Zeit durch sein Training beschäftigt seien. Natürlich haben sie auch Beschäftigung. Ich glaube nur, dass ich anzweifeln kann, dass die Dressur kein Ersatz dafür ist für die entsprechende Beschäftigung. Nach längerer Diskussion ziehen die beiden weiter. James Brückner macht sich ein ausführliches Bild vom Zirkus. Seine Meinung ist klar. Die Zirkusleitlinien sind mittlerweile 20 Jahre alt. Und aus meiner Sicht ist so eine Zirkustierhaltung ein Auslaufmodell und auch nicht mehr zeitgemäß. Und das sage nicht nur ich. Es gibt nicht umsonst in vielen Mitgliedstaaten der EU und auch Europa und weltweit mittlerweile Wildtierverbote. In Wessling bei München hat der Zirkus einen Altersruhesitz für seine Tiere eingerichtet. Ein Novum in Deutschland, das auch Tierschützer Brückner gefällt. So stellt man sich auch die Pferdehaltung vor, wie sie sein soll. Aber das hat ja auch nichts im Prinzip mit der Zirkustierhaltung zu tun. Es ist ja auch der Altersruhesitz. Normalerweise wir so ein Tor und da haben dann riesig Auslaufplätze. Und wir haben das wirklich abgesagt, Städte, wo ist es nicht möglich zu aufbauen, Außenplätze für unsere Tiere. 4 Stunden nach dem Start hat der Tierschützer dann alles gesehen. Zeit für ein Fazit. Für mich ist die grundsätzliche Problematik nach wie vor gegeben. Das kriegen wir wahrscheinlich auch im Leben nicht aufgelöst. Grundsätzlich fand ich es aber gut, dass wir uns ausgetauscht haben. Aber wie gesagt, meine Meinung hat sich jetzt dadurch nicht grundsätzlich verändert. Auch wenn heute keine Einigung erzielt wurde, will Martin Lacey auch in Zukunft seine Arbeit für Tierschützer transparent machen.